Schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Josef Backwieser. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Center for Autonomy Experience an der Europäischen Akademie in Bozen. Auch im Namen unseres Direktors Mark Rückler möchte ich alle herzlich willkommen heißen zur letzten Folge unserer Webinar-Serie über die Zeitgeschichte Südtirols. Buonasera a tutti, mio nome è Josef Backwieser und Richard Cattore presso il Center for Autonomy Experience dell'EORAC a Bolzano. Anche nel nome del nostro direttore Mark Rückler vi do il benvenuto all'ultima sessione della nostra serie di webinar sulla storia recente della La sessione di oggi si terrà in lingua tedesca. Il tema è la storia della nostra autonomia dal Trattato di Parigi nel 1946 fino ai nostri tempi, ma anche la domanda se e come l'autonomia può essere un modello di futuro, un modello per il XXI secolo. Das Thema unseres letzten Treffens ist die Geschichte der Südtiroler Autonomie vom Pariser Vertrag über die Paketabstimmung bis in unsere Zeit. Ebenso wird die Frage behandelt werden, inwieweit unsere Autonomie auch als Konfliktlösungsmodell in Zukunft funktionieren wird und kann. Ich möchte mich ganz besonders bei meiner Kollegin Anna Kira Pierhofer sowie bei Ivan Motter bedanken, die uns beide an der Technik helfen. Ebenso möchte ich mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr bisheriges Interesse und für Ihre Zeit bedanken. Mit dieser Folge endet unsere Webinar-Serie. Wir haben aber bereits neue Diskussionsreihen geplant und freuen uns, Ihnen nach der Sommerpause bald davon berichten zu können. In diesem Rahmen möchte ich Sie auch nochmal auf unseren E-Learning-Kurs zur Geschichte Südtirols hinweisen, der zeitgleich mit dem Beginn dieser Webinar-Reihe online gegangen ist. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere Gäste aus Innsbruck, Klagenfurt und Brixen, aber insbesondere an unseren heutigen Moderator Pater Griner. Pater Griner ist Journalist beim ORF und Moderator von Südtirol heute. Er ist Herausgeber und Autor zahlreicher kulturgeschichtlicher Bücher und Studien über die Südtiroler Geschichte, zuletzt über die besondere Beziehung von Kafka und Meran. Lieber Patrick, vielen Dank und dir nun das Wort. Dankeschön, lieber Josef. Danke für die Einführung. Buonasera e ben arrivati a questo nuovo incontro con il Center for Autonomy Experience. Der heutige Abend steht einerseits im Zeichen der Vergangenheit. Wir werden uns mit der jüngeren Südtiroler Zeitgeschichte beschäftigen. Aber der heutige Abend steht auch und vor allem im Zeichen der Gegenwart und der Zukunft. Der Hintergrund des Moderators ist vielleicht rein zufällig, grün wie die Hoffnung. Wer weiß, vielleicht könnte Südtirols Autonomie tatsächlich ein Hoffnungsmodell sein. Vielleicht ist die Autonomie schon längst ein Hoffnungsmodell. Das sind einige Fragen, die wir heute Abend besprechen werden. Darüber werden wir diskutieren. Die sommerlichen Temperaturen sind heiß und hitzig, könnte vielleicht auch die Diskussion werden. Wir haben drei renommierte HistorikerInnen, die uns ihren Blick auf Südtirols jüngere Geschichte präsentieren. Ich darf vorstellen, Eva Pfanzelter, Zeithistorikerin am Institut für Zeitgeschichte der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck. Einen wunderschönen guten Abend ins heiße Innsbruck. Dann haben wir Hans-Karl Petterlini, Historiker, Pädagoge an der Universität in Klagenfurt, Autor zahlreicher Monographien über Südtirol und früher Edelfeder des Südtiroler Journalismus. Herzlich willkommen und liebe Grüße ins ebenfalls heiße Klagenfurt. Und last not least Hans Heiß, Historiker und ehemaliger Abgeordneter der Grünen zum Südtiroler Landtag. Herzlich willkommen, Herr Heiß. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Das ist unser Dreierteam an diesem letzten Webinarabend der EURAC. Wir werden diese Veranstaltung mit drei Rückblicken, Ausblicken beginnen. Wir versuchen, wie es Hans Heiß einmal gesagt hat, Südtirol unter das Vergrößerungsglas zu legen oder vielleicht sogar eine Anatomie dieser Südtirol-Autonomie zu wagen. Und den Auftakt hierzu macht Hans Heiß, der zurückblicken wird auf 4-5 Jahrzehnte Südtiroler Geschichte und der gewissermaßen auch das Eis brechen wird für die Diskussion, für das große Thema des heutigen Abends. Lieber Hans Heiß, das Wort geht an Sie. Ja, danke, lieber Patrick Riener. Danke allen, die heute bei diesem heißen Wetter zusehen. Die Aufgabe, die mir aufgetragen ist, ist sozusagen als Heiß das Eis zu brechen. Und ich werde jetzt versuchen, Ihnen
in 5 bis 7 Minuten einige Interpretationsschienen zwischen 1972 und der Gegenwart zu legen. Dazu teile ich diese 50 Jahre vom Zweiten Autonomiestatut bis in die Gegenwart gewissermaßen in 5 Abschnitte ein, die ich jeweils unter eine Formel D stelle. D wie Direction. Und der erste dieser Abschnitte ist unter das Motto gestellt, druckvolle Autonomie zwischen 1972 und 1980. Nach Autonomiestatutsverabschiedung des Zweiten Autonomiestatuts ist die Autonomie druckvoll unterwegs, gewissermaßen von Lasten befreit und erreicht in diesem Jahrzehnt zwischen 1972 und 1980 eine erstaunliche Drehzahl mit großer, hoher Gesetzesproduktion, mit einer starken territorialen Ausrichtung und mit einem wirtschaftlich-sozialen Erfolg, der gewissermaßen die Autonomie wie ein Turbo starten lässt in diesem Jahrzehnt zwischen 1972 und 1980. Also ein Erfolgserlebnis nach Jahrzehnten wirklich der dürftigen Autonomie, wenn man so sagen könnte. Aber bereits mit Problemzonen, die sich abzeichnen eben im Konflikt zwischen Territorialautonomie zur Entwicklung des gesamten Territoriums und auf der anderen Seite einer beginnenden Ethnisierung mit ungleichen Auswirkungen dieser Autonomie auf die jeweiligen Sprachgruppen zwischen deutschsprachigen, italienischsprachigen und Ladinern. Also ein Erfolgsstart, zweifellos, aber mit einigen Hürden, die struktureller Natur sind. Und diese Schwierigkeiten treten dann in der zweiten Phase voll zutage in der, ich nenne sie D, divisorische Autonomie oder polarisierende Autonomie. Divisorisch, weil eben in diesem Jahrzehnt zwischen 1981 und 1991 das greift, was Hans-Karl Petterlini der ethnische Einrückungsbefehl genannt hat. Eine glückliche Formel dafür, dass eben die Polarisierung zwischen den Sprachgruppen in dieser Phase zweifellos nach dem versöhnlichen Auftakt der 70er Jahre eben leidet. Es beginnen die Auswirkungen des Proporzes voll zu greifen als Akt nachholender Gerechtigkeit, aber auch auf der anderen Seite als problematisches Fakt zulasten vor allem der italienischen Sprachgruppe. Zugleich eben setzt eine Rückkehr politischer Gewalt zwischen 1978 und 1988. Hans-Karl Petterlini hat sie diese Phase auch als Bomben aus zweiter Hand bezeichnet. Und schließlich auch ein Stocken im Autonomieprozess. Rom mauert in dieser Phase, keine Frage, zwischen 81 und 91. Auftakt eben 81 die bekannte Volkszählung vor 40 Jahren. Es setzt dann ein, 1991, eine Phase D wie dynamische Autonomie. Die Formel ist Ihnen bekannt. Zum einen beginnt die Ära Durnwalder, der 1989 Maniago ablöst. Und zugleich kommt die Autonomie in eine dynamische Phase, da einerseits die Streitbeilegungserklärung erzielt wird 1992 nach hartem Ringen, kurz vor Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems, ein Riesenerfolg eigentlich in letzter Minute. Und auf der anderen Seite eben dynamisch, weil eben in Richtung Rom ab 1996 vor allem mit den Mitte-Links-Regierungen die Autonomie-Errungenschaften erweitert werden können durch markante Zugewinne, Zugeständnisse, etwa im Bereich Energie, etwa im Bereich Straßen, etwa im Bereich Übernahme der Lehrerschaft und zugleich natürlich D wie Durnwalder Dynamik in diesem Jahrzehnt zwischen 1992 und 2000, das augusteische Zeitalter von Durnwalder eben mit den vielfältigen Realisierungen dieser Epoche. Zweifellos eine Phase des Aufbruchs nach den dürftigen, eher oft dürftigen Maniago-Jahren. Die vierte Phase ist die Phase von 2001 bis 2013, eine lange Phase, die ich unter das Rubrum D wie defensive Autonomie stelle. Mit der Verfassungsreform 2001 beginnt eine Phase, in der eben der römische Zentralismus trotz regionalistischer Ansätze eben stark zum Zuge kommt. Und in dieser Phase zwischen 2001 und 2013 werden wichtige Autonomieerrungenschaften zurückgenommen durch den Verfassungsgerichtshof, aber auch durch die Zentralisierung von römischer Seite
Etwa werden Themen wie Handel, andere mehr angeknapst und zurückgezogen und vor allem defensiv in politischer Hinsicht, weil eben das glückliche Jahrzehnt Berlusconis beginnt, 2001 bis 2005, dann wiederum von 2008 bis 2011, glücklich unter Anführungszeichen, weil Mitte-Rechts eben hier seine Zeichen setzt und die Autonomie stark einschränkt. Zugleich im Innern Südtirols diese defensive Autonomie auch etwa findet Ausdruck, etwa im Siegesplatz-Referendum von 2002. Also das Pendel schlägt um in der Phase eines Zentralismus in dieser Phase 2001 bis 2013, zugleich aber auch in einer Krisenhaftigkeit der inneren Autonomieentwicklung in der späten Ära Durnwalder, der eben 2001 seinen 60. feiert, wie heuer seinen 80., bereits mit ersten Vorfeiern vor 10 Tagen. Und die späte Phase Durnwalder ist zweifellos krisenhaft gekennzeichnet von einem Machtverfall und von Skandalen. Finale mit Skandale, könnte man sagen, mit Skandalen. Und schließlich ab 2014, ich nähere mich rasch dem Ende und der Gegenwart eben, die 5, ich nenne sie die desorientierte Autonomie. Also eine Phase, in der einerseits eben die große Hoffnung da reingesetzt wird, dass nach dem alten Löwendurnwalder mit Kompatscher eine neue Regie zutage tritt, auf den Plan tritt und dass sich damit einiges zum Positiven ändert, mehr Partizipation, mehr Erneuerung, mehr Aufbruch und auf der anderen Seite die Hoffnung auch 2013 auf den Sieg des Partito Democratico in Rom und damit eben auf eine Partnerschaft zwischen Südtiroler Volkspartei und Rom, die eben zur Rückgewinnung von Zuständigkeiten führen könnte, die zwischen 2001 und 2013 verloren gegangen sind. Aber diese Phase des erhofften Aufbruchs mündet in Desorientierung, könnte man sagen, trotz römischer Erfolge, auf die Karl Zeller gerne verweist, ist es eine Phase auch, in der gewissermaßen im Innern eben die innere Reform Südtirols, ich muss sagen, scheitert. Formen der Partizipation, Demokratie direkt kommt nicht vom Fleck. Denken Sie an das Flughafenreferendum, das wir vor wenigen Tagen mit einer Boeing 737 quittiert bekommen haben. Denken Sie an den Konvent 2016-17, der mit großen Erwartungen und das Kompatscher Ankündigungsprojekt gestartet, gefloppt ist, wirklich gefloppt. Denken Sie an die Region, die komatös ist. Und schließlich ist die Desorientierung auch gegeben, natürlich durch das Einsetzen der Pandemie 2020. Also die 5D-Phasen sind wirklich schematisch zu charakterisieren. Es ist eine Autonomie, die große Erfolge aufzuweisen hat, keine Frage, die aber auch durch Prekarität, Brüchigkeit und eben durch Desorientierung gekennzeichnet ist. Großer Erfolg im Vergleich zu vielen anderen europäischen Regionen, aber mit vielen Fragezeichen. Soweit mein kurzes Eingangsstatement. Vielen Dank. Dankeschön, Hans Heiß, für dieses große D, und zwar für die Deutung dieser letzten 50 Jahre Südtirols Zeitgeschichte im Schnelldurchlauf. Hans Heiß hat es jetzt am Ende seines Statements anklingen lassen, der europäische Vergleich, der europäische Rahmen ist für Südtirol sehr wichtig. Südtirols Autonomie ist ein Handbuch, dient vielen als Handbuch. Die Frage ist, ob dieses Handbuch außerhalb der Landesgrenzen überhaupt zur Kenntnis genommen wird und ob es auch in anderen Regionen, zumal in Regionen, in denen es in der Vergangenheit ethnische Konflikte gab, als Modell, als Beispiel dienen kann. Wir blicken jetzt mit und dank Eva Pfanzelter von der Uni Innsbruck über den Südtiroler Tellerrand hinaus, weg von der Nabelschau. Das war gewissermaßen im Vorfeld auch so ein bisschen die Aufgabenstellung. Wie schneidet Südtirols Autonomie auch im Vergleich zu anderen Regionen mit Minderheiten, auch zu anderen Konfliktherden ab? Und da bitte ich jetzt Eva Pfanzelter um ihre Analyse. Danke für diese nette Einleitung, auch für die Schienen, die hier gelegt wurden, wenn Hans Heiß von
D gesprochen hat, dann möchte ich von K, nämlich von Kontextualisierung, sprechen. Damit habe ich mich jetzt ein bisschen, damit möchte ich jetzt ein bisschen von außen in das Thema einsteigen. Für mich ein ganz wichtiger Untersuchungsgegenstand in letzter Zeit sind die 1970er Jahre. Die 1970er Jahre im europäischen Kontext vor allem, die zeigen sich natürlich auch, wir haben es gerade gehört, für Südtirol als ganz wichtige Zäsurjahre, die vielleicht nur in der Retrospektive als solche wahrgenommen werden. Während also Südtirol aufbricht in eine friedliche, in eine reiche, in eine wirtschaftlich florierende Zukunft 1972 mit dem Autonomiestatut, während es also hier auch zu einem verspäteten Wirtschaftswunder kommt, sind in anderen Regionen Europas ist genau das Gegenteil zu verzeichnen. Das Wirtschaftswunder, wissen wir, ist zu Ende. Es kommt zu wirtschaftlicher Stagnation. Es kommt auch zu großen Arbeitslosenzahlen. Es kommt ja zu Niedergang der Industrie und so weiter. Das hat jetzt hier vielleicht keinen Platz, aber ich möchte jetzt vielleicht auf zwei Regionen eingehen, ganz kurz, die hier ganz exemplarisch auch immer wieder für Südtirol herangezogen werden. Das ist einmal natürlich das spanische Baskenland, das bis in die 1970er Jahre im Grunde eigentlich recht friedlich, ja, natürlich in einer Diktatur, in der Franco-Diktatur, relativ friedlich, aber unterdrückt war. In den 70er Jahren dann natürlich der radikale Aufstieg der militanten ETA, die hier auch mit militärischen, mit kriminellen Übergriffen und mit militanten Übergriffen auch Terror in der Bevölkerung, nicht nur im Baskenland, sondern vor allem in Spanien, aber auch im spanischen Ausland in Europa ausübt, auch sehr ein großes Netzwerk ausbildet zu anderen terroristischen Organisationen. Und hier sind sowohl Terrorzellen wie die Rote Armee-Fraktion in Deutschland zu nennen oder eben auch die IRA in Nordirland. Also da waren sozusagen die Anliegen, die dahinter standen, nicht wirklich wichtig. Das heißt, im Baskenland kommt es zu einer ersten Radikalisierung kleinerer Gruppen. Die ETA kann sich hier eine sehr, sehr, sehr gut durchsetzen. 1979, nach dem Ende der Franco-Diktatur, allerdings gibt es erste Autonomieangebote. Es kommt eine erste Autonomie des Baskenlandes. Damit gibt sich die radikale Fraktion der ETA nicht zufrieden. Wir wissen, es kommt dann zur Teilung des politischen und militanten Armes der ETA. Die Verhandlungen gehen im Grunde weiter, beziehungsweise auch die Terroranschläge der ETA gehen weiter. Es kommt 2003 neuerlich zu einem neuen Autonomieangebot, einer neuen Autonomiestrategie. Die wird vom Zentrum, also von Madrid, nicht akzeptiert. Die ETA kämpft weiter, wie wir wissen, dann schließlich doch auch immer weniger Rückhalt in der Bevölkerung. Trotzdem, es wird beides nicht erreicht, mit Terror und mit diplomatischen Mitteln zu dieser Autonomie, die 2003 angeboten wurde, ist es nicht gekommen. Die Ereignisse in den letzten Jahren kennen wir. Anders, ähnlich sind die Entwicklungen in Nordirland verlaufen. Nordirland, auch hier ist es bis in die 1968, 70er Jahre hinauf relativ friedlich, unglücklich, aber friedlich. Es gibt verschiedene Positionen. Wir wissen, Protestanten, Katholiken, das kann aber nicht zur Gänze die gegenseitigen Ressentiments in Nordirland erklären. Grundsätzlich die Pattsituation, die hier entsteht, natürlich auch aus einem Aufbruch der Jugend in Nordirland, in Irland, in Großbritannien herauskommen. Der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach Ausbruch aus den starren Strukturen, der in Nordirland dann jetzt in den 1970er Jahren sehr schnell damit einhergeht, dass man sich dieses Nordirland einerseits erhalten will. Das waren natürlich die Unionisten, die mit London, hier mit Großbritannien in einem Verbund bleiben wollen, und das katholische Nordirland, das natürlich einen Anschluss an die Republik Irland, an das katholische Irland anstrebte. Auch hier kommt es zur Herausbildung eines militanten Arms, der IRA, die ja auch bis in die frühen 2000er hinein immer wieder mit terroristischen Anschlägen nicht nur in Nordirland und in Großbritannien aufhören lässt, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Das Karfreitagsabkommen 1998 dann durchgesetzt mit viel Druck, auch aus London, das ja mit dieser militanten Minderheit nicht mehr, oder mit diesem
schwierigen Erbe in Nordirland nicht mehr wirklich arbeiten konnte. Auch durchgesetzt mit Hilfe Dublins, also der Republik Irland, die hier auch Frieden haben wollte, und mit Hilfe der USA. Das Karfreitagsabkommen im Grunde, das eine Parität versucht herzustellen, einen Proporz in der Verwaltung, in der Politik und so weiter. Das eigentlich zum Erstaunen sehr vieler zum Frieden in Nordirland beiträgt und der Frieden bis zur Pandemie, bis zur Brexit, der hier sehr schwer zum Tragen kommt, gehalten hat. Wie wir wissen, jetzt natürlich wieder sehr stark unter Beschuss. Es gäbe noch viele Beispiele, nur letztes noch, auch anders könnte es gehen. In der Tschechoslowakei wissen wir natürlich nach 1992, auch hier hat man sich Autonomieregelungen angesehen. Die Tschechoslowakei damals noch sehr unterschiedlich geprägt. Hier hat es weniger mit religiösen Gründen zu tun, aber mit Minderheitenfragen, mit Sprachenfragen. Vor allem aber ist es hier eine Klassenfrage, eine Wirtschaftsfrage, das eher städtisch-industriell geprägte. Die Tschechei und was daraus entsteht und das eher ländlich-rural konservativ geprägte, die Slowakei. Wie wir wissen, eine ganz unspektakuläre Revolution, gepusht von einem Medienaufmarsch, in dem es auch um Auseinandersetzungen ging, die heute kaum nachvollziehbar sind, in der letztendlich die Parteien keinen anderen Ausweg sahen, als sich einer nicht gewünschten Teilung zu untergeben, unterwerfen, und wir wissen das Ergebnis 1992, die Teilung in die beiden Landesteile Tschechei und Slowakei, auch zur Unzufriedenheit vieler. Und vielleicht noch last but not least, Belgien, das zerfällt im Zuge dieser Jahre, beginnt auch in den 70er Jahren, zerfällt in 10 Regionen, 3 Sprachgruppen, 3 wieder davon abweichende administrative Einheiten mit einem ungeheuer aufgebläuten Verwaltungsapparat, der auch hier proporzgeregelt sehr viel Geld verschlingt und sehr viel Bürokratie einführt, die man ja, so wirft man auch hier der Hauptstadt vor, in Brüssel dann in der EU zu replizieren versucht. Danke. Dankeschön für diesen Ausflug, der uns rausgebracht hat aus Südtirol. Wir hatten das D von Hans Heiß, wir hatten das K wie Kontext von Eva Pfanzelter. Ich bin gespannt, was jetzt für ein Buchstabe kommt. Vielleicht A wie Autonomie. Hans-Karl Peterlini wird sich in seinem Impuls, Referat und Statement mit der Südtiroler Identität und mit der Autonomie-Identität der Südtiroler beschäftigen. Die Autonomie hat ja etwas mit uns gemacht. Wir sind Kinder der Südtirol-Autonomie. Aber was genau hat diese Autonomie mit uns gemacht? Da sind wir jetzt sehr gespannt auf den Buchstaben von Hans-Karl Peterlini. Danke für die Einführung. Danke auch der Vorrednerin Eva Pfanzelter und dem Vorredner Hans Heiß, wo ich jetzt versuche, den mir zugedachten Auftrag zu erfüllen, der schon um den Buchstabe I kreist, nämlich eben Identität, wobei ich das jetzt nicht so in einer schönen alphabetischen Durchdeklinierung schaffen kann, weil I, Identität, eben zum Beispiel nicht nur mit dem Innen zu tun hat, sondern sich ja zwischen Subjekt und Welt, könnte man sagen, oder zwischen Individuum und Gegebenheiten auch entwickelt oder bildet. Ich greife ein bisschen weiter zurück oder zunächst einmal, warum reden wir überhaupt über Identität und warum reden wir von einer kollektiven Identität? Wir könnten das zunächst einmal auch so psychoanalytisch versuchen zu verstehen, ohne dass dies dann essentialistisch wird, ohne dass das dann eine sozusagen eine objektivierte Behauptung wird, aber doch ein Versuch auszuloten, ausgehend schon von Sigmund Freud, ja, wie findet dieses in sich ohnehin schon gespaltene Ich, dieses Individuum, das doch immer auch Verunsicherungen, existenziellen Kränkungen ausgesetzt ist, wie findet dies A zu sich selbst und wie kann man dieses zu sich selbst finden, dieses Identität ja auch vom Begriff her als Einheit, als Einssein zu verstehen, wie steht das im Verhältnis zu Einflüssen, die von außen
gesellschaftlichen, ökonomischen Bedingtheiten, Entwicklungen der Geschichte, die auf das Individuum eingehen, sodass Autonomie, wenn ich jetzt den Buchstaben auch noch gerne dazu nehmen soll, auch immer eine Autonomie in Heteronomie oder umgekehrt eine Heteronomie, die Autonomie ermöglicht, zu verstehen ist. Dass wir also auch als Individuen nie ganz so autonom sind, wie wir möchten und auch nie nur, allerdings auch nie nur Unterworfene sind. Um so langsam mich an Südtirol anzunähern und auch wie wir heute auf Identitätsbildung in einem politischen Verständnis blicken könnten, doch diese Beziehungsherstellung, dass in kollektiven Identitäten diese ja kurz skizzierte Ich-Identität in ihrer Prekarität eine Stützung findet und dass da so kollektive Identitätsangebote besonders stark, besonders attraktiv sind, die sich an tradierten und oft mythisch verklärten historischen Ereignissen nähren. Also dass da von der Geschichte und auch von einer weit zurückliegenden Geschichte, wo wir vielleicht die Ursprünge auch überhaupt erst konstruieren müssen, dass da Angebote kommen. Und wenn wir da schauen, dann haben wir in der Südtiroler Geschichte, so könnte man es ein bisschen salopp formulieren, den Tiroler Schützenhut als ein kollektives Dach, unter dem dieses verunsicherte Ich auch wieder Stärkung und Schutz findet. Wir haben diese verklärten und zu hellen Geschichten verbrämten Kämpfe von 1809. Von Wolfgang Schivelbusch, Kulturen der Niederlage, wissen wir, dass gerade so umgedeutete, kränkende kollektive historische Erfahrungen, die in Mythen dieser Schiefheilung, dieser tröstenden Schiefheilung anvertraut werden, dass die besonders schwer zu verändern sind und sehr lange nachwirken. Wir haben den Tiroler Kulturkampf, wo sich das wieder irgendwo wiederholt, diese Vorstellung eines kleinen, bedrohten Völkleins, bedroht von feindseligen Außeneinwirkungen, die aber durch Zusammenhalt und durch eine Einigelung, durch eine Abwehrhaltung sich durchsetzen. Wir haben Faschismus als Erfahrung, wir haben den Autonomiekampf, wir haben, was alle diese, wir könnten sagen jetzt regional-nationalen, auf Tirol bezogen, es sind nationale Identitätsbildungen für einen regionalen Raum, dass alle diese Angebote es natürlich auch ermöglichen, eigene Täterschaft hinter dieser Vorstellung eines kleinen, bedrohten Völkleins, das nur um sein Recht kämpft, eigene Täterschaft auch zu verdrängen. Aber auch ebenso diese regional-nationale Identitätsangebote es auch erschweren, andere Identitätsvarianten zu ergreifen. Ich sage jetzt einmal, durch Zugehörigkeit zu einer sozialen Bewegung. Da haben wir ja in Südtirol noch schwächer als in Nordtirol eine sehr wenig ausgebildete Identitätsbildung im Sinne von Gewerkschaften, Identitäten oder sozialrechtlichen Identitäten. Wir haben auch hier retardierte Bemühungen um eine Geschlechtergerechtigkeit, also auch diese Möglichkeit der Identitätsbildung über Geschlecht oder über Geschlechterrollen eingeschränkt oder von diesem starken nationalen Sog einfach verdrängt. Und aber auch eine Mühe in kreativen Öffnungen oder in kreativen Leistungen, auch in Erfolgsgeschichten Identität zu bilden. Und das wird vielleicht erst möglich, und jetzt bin ich da, wo ich vielleicht schon länger sein sollte, durch diese Autonomie-Ära, Hans Heiß hat es als das erste D, als diesen Druck, dieses Durchstarten unter Druck, wo sich so eine kollektive Identität andeutet, die sich jetzt nicht mehr nur an den erlittenen Wunden und Unrechtserfahrungen, sondern auch an Erfolgen aufrichtet und da mühsam zwar, aber doch immer auch so Öffnungen signalisieren lässt. Einmal zum Beispiel kann man sehr gut nachvollziehen von
an der Geschichte der Südtiroler Hochschülerschaft, damals noch nicht gegendert, also heute Hochschülerinnenschaft, wie lange sich die schwer getan hat, durch das Festhalten an den überholten Ängsten vor einer intellektuellen Kolonisierung sozusagen eine positive Einstellung zu einer Universität zu finden, aber auch die Erfahrungen sportlicher Erfolge an national nicht mehr so klaren Überschneidungslinien wie durch die Valanga Azzurra. Einerseits haben da die Töni-Brüder und andere Gold eingefahren, aber andererseits war da der Piero Gross und so. Und das heißt, da wurde einerseits etwas angeboten, ja, wir sind nicht nur etwas als kollektives Wir durch unsere Unrechtserfahrungen, sondern auch, weil wir etwas leisten, was wir können. Das hat vermutlich tatsächlich erst, ich überspringe jetzt einige Ds, die Hans Heiß so schön dargelegt hat, vermutlich erst noch einmal eine politische einen politischen Ermöglichungsraum erfahren in der Durnwaller Ära, der sozusagen ganz in dieses Offensive gegangen ist, damit auch so etwas wie die Erlaubnis zum Ungeniertsein, zum Zugreifen zu dürfen, zum Zupacken dürfen. Das hat einerseits schon Aufbruchstimmung vermittelt, es hat andererseits auch einen hemmungsloseren Umgang mit Natur zum Beispiel, mit Landschaft erlaubt. Und das war dieses Gefühl der Fülle, an dem vielleicht auch so eine Art Lässigkeit in dieses Selbstverständnis von Südtirolerinnen und Südtiroler eingezogen ist. Wir haben jetzt wieder ganz veränderte Situationen. Auch da finde ich die Directory-Linien von Hans Heiß interessant. Was haben wir jetzt für eine Situation? Welche Aufgaben sind an jüngere Generationen gestellt, sich zu positionieren, wenn wir Identitätsbildung so verstehen wollen, dass das ja immer auch ist, wie positioniert sich das Individuum in der Gesellschaft? Wir haben Herausforderungen, die einfach im Regionalen nicht mehr gefasst werden können, wie Migration. Und wenn ich Herausforderung sage, meine ich das nicht nur negativ, sondern auch als Chance. Chancen, ja, oder Anrufungen an uns, wie können wir darauf antworten? Wir haben eine Pandemie erlebt, wo Regionalität weggefegt war. Wir haben aber auch tatsächlich solche Problematiken wie die Krise demokratischer Modelle, die nicht mehr das leisten können, was der Name Demokratie verspricht, nämlich tatsächliche Partizipation. Wir haben die Klimathematik und wir haben an diesen Themen auch gesehen, wie dieses Südtirol-Sein in neue Brechungen, aber damit auch in neue, ich würde sagen, neue prismatische Spiegelungen kommt, wo das viel gestaltiger werden kann. Möchte auch dazu fügen, auch die neue Frage, wie Geschlechtlichkeit gestellt wird, Queer-Bewegung, dass auch das nicht mehr so in dichotomen Mustern gedacht werden kann. Wie definiere ich mich geschlechtlich? Wie definiere ich mich von meiner sexuellen Orientierung? Und somit auch diese Dichotomie, die in Südtirol auch sehr wirkmächtig ist, deutsch oder italienisch, eigentlich nicht mehr greift, wenngleich sie, und das damit schließe ich ab, wenngleich natürlich diese Angebote aus uralter Zeit, würde ich sagen, doch immer noch wirkmächtig bleiben, wie wir dann auch sehen an so Polarisierungen, gerade an dieser ethnischen Linie, wo etwas zurückzugewinnen versucht wird, was für die Gegenwart und für die Zukunft schon gar nicht keine Antworten mehr gibt. Vielen herzlichen Dank für diese Analyse. Ich stelle fest, dass die EURAG auch in den nächsten Jahrzehnten noch genug Diskussionsstoff hat. Da hat Hans-Karl Peterlini jetzt nicht nur eine Büchse der Pandora geöffnet, gleich mehrere, eine ganze Büchsenhandlung gewissermaßen, die man dann in den nächsten Jahren aufarbeiten kann. Vielen Dank für diese Impulsreferate.
Sie haben die Möglichkeit, liebe Zuseherinnen und Zuseher, Fragen zu stellen. Wir versuchen, die letzte Viertelstunde der heutigen Diskussion für Ihre Fragen freizuhalten. Josef Brackwiese wird uns diese Fragen weiterleiten. Wir werden sie dann hier im Plenum gewissermaßen diskutieren. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen oder Ihre Anregungen da unten im Q&A-Bereich zu hinterlassen. Wenn die Diskutanten gestatten, dann können wir ausgehend von Hans-Karl Peterlini dieses Thema der Autonomie-Identität vertiefen. Ich bitte nun die Referenten um einen kurzen Schlagabtausch. Wir haben einen Landeshauptmann, Arno Kompertscher, der seit er im Amt ist, gewissermaßen einen Autonomie-Patriotismus aller Habermas, also eine Art Verfassungspatriotismus für Südtirol fordert, beziehungsweise diesen sich wünscht, dass also Südtirols Autonomie tatsächlich zu einer Herzensangelegenheit wird und nicht nur zu einer Sammlung von Gesetzesartikeln. Eva Pfannzelter, ist das ein frommer Wunsch? Kann man sich als Südtiroler mit dieser Autonomie, mit der eigenen Seele identifizieren? Oder ist das eben nur ein frommer Wunsch eines Landeshauptmanns? Ich denke, man kann da sehr gut eine Brücke zu Hans-Karl Peterlini schlagen, zu seinen Aussagen hier, Invented Traditions, also auch das, worauf Hans-Karl zurückgegriffen hat, dass man sich aus der konstruierten Vergangenheit eine Gegenwart konstruiert, mit der man sich identifizieren kann. Die Autonomie ist jetzt einige Jahrzehnte alt, insofern sicher auch ein Identifikationsmerkmal. Daher, ich finde das durchaus einen machbaren Ansatz, auch nicht einen sehr innovativen Ansatz vielleicht, aber durchaus machbaren Ansatz, die Autonomie als neuen Baustein einer Identifikation in Südtirol zu etablieren. Nachdem wir ja viele andere Bausteine aus der Geschichte hatten, wir haben ein paar gehört, da gehören wahrscheinlich aber auch noch der Erste Weltkrieg, also neben denen, die Hans-Karl genannt hat, der Erste Weltkrieg, diese dramatische Trennung, aber auch die Option, die Täterschaft hat Hans-Karl angesprochen und viele, viele andere Dinge dazu. Also einen weiteren Baustein hier durch Konstruktion, aber auch durch häufiges Erzählen zu gründen, das ist bei der Südtiroler Autonomie durchaus zu machen. Aber ich möchte hier auch vielleicht einen anderen Blick versuchen, auf diese Autonomie zu werfen. Wir haben gehört, Autonomie wurde von anderen Minderheitenregionen angesprochen, nachgeahmt, manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich. Manchmal wurde vor lauter Autonomie, Beispiel Tschechoslowakei, das so interpretiert, dass man sich dann gleich trennen kann, wenn es schon so viele geregelte Trennungen geben muss und so weiter und so fort. Aber ich frage mich vor allem jetzt in diese letzten 1,5 Jahre haben doch auch sehr schön gezeigt, Autonomie bedeutet einerseits Schutz der Minderheit, aber es bedeutet auch Ausgrenzung von all jenen, die nicht dazugehören. Und so erfolgreich man jetzt dieses Modell auch darstellen will, so scheint es doch auch zu überdecken, dass dieser Schutz mit der Ausgrenzung einhergeht und verdeckt, dass der Schutz nur dann möglich ist, wenn es zu ganz großen Kollaborationen, zu Zusammenarbeiten, zu Ausgriffen, Netzwerken, eben zu Solidarität kommt. Diese scheint weitgehend trotz der Krise, die wir jetzt erlebt haben, ausgeblendet zu bleiben. Ich finde, ein großes Versäumnis vieler Regionen, nicht nur Südtirols natürlich, die hier mit sehr viel Ellenbogen versucht haben, Eigenständiges für sich selbst, für ihre Bevölkerung, eine Art der Renationalisierung, die sich jetzt in einem neuen Regionalisierungsbemühen Ausdruck verleiht. Da denke ich, sollten wir schon noch einmal auch darüber nachdenken, ob Schutz auch diese Ausgrenzung so weit geht, dass wir hier auch letztlich eine Art Nationalismus der Autonomien befeuern. Die Autonomie, die gewissermaßen exklusiv ist und exkommuniziert, also bestimmte Personen ausschließt aus diesem Verband der Autonomie. Aber Hans Heiß, wie soll es denn funktionieren, dass sich die Zenzi im Sarental und Gino am Don Bosco Platz tatsächlich mit dieser Autonomie identifizieren, wenn sie einander nicht kennen, wenn sie möglicherweise, wie die jüngste Medienerhebung des heurigen Jahres gezeigt hat, auch die andere Lebenswirklichkeit nicht kennen? Kann dann tatsächlich diese Autonomie, Hans Heiß, um ein Wort von Ihnen zu verwenden, ein Urgrund sein? Ja, die Autonomie hat beides. Sie hat einen
inklusiven Charakter, zweifellos. Und das meint auch Kompatscher mit dem Autonomie-Patriotismus. Allerdings ein Konzept, das intellektuell stärker ist als in Wirklichkeit. Und es ist ein sehr abstraktes Konstrukt. Die Autonomie selber verfügt nicht über hinreichend starke Symbole, die sexy nach außen ausstrahlen, die gewissermaßen Emotionalität entbinden. Wir sehen deutlich, dass eben die jährlichen Tage der Autonomie am 5. September immer mühsam zelebriert werden, dass es eben keine gewissermaßen autonomen Tage der Autonomie gibt. Die treten in den Hintergrund gegenüber den Opfernarrativen, die zack, 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 am 20. Februar und dann am 10. Februar die Fäube gegeneinander ausgespielt werden. Also hier sieht man deutlich, wie Opfernarrative eigentlich Autonomie-Patriotismus überwiegen. Diese Autonomie ist einerseits integrativ, aber sie ist vor allem exkludierend. Mhm. Diese Autonomie basiert auf einer Art von auch Abgrenzung. Diese Gesellschaft hier in Südtirol ist eine Abgrenzungsgesellschaft. Sie ist nicht wie lange in Katalonien oder Schottland eine inklusive, national inklusive Autonomie, die sozusagen alle einschließen möchte und integriert in diesen Melting Pot Südtirol. Nein, sie schafft hohe Solidarität im Innern einer Gruppe unter Deutschsprachigen, unter Ladinern, unter Kooperationen, unter Schützen, aber sie exkludiert auch. Und das ist ungeheuer wichtig für diese Autonomie, immer Personen, Gruppen zu haben, die exkludiert werden, die ausgeschlossen werden. Es sind Migranten, die sehr gerne ausgeschlossen werden. Es ist aus der Sicht der Cenci, der Italiener, der in Sinig lebt, und umgekehrt aus der Sicht des von Oberau, die Bacanotti draußen in den Tälern. Und das ist ein Spiegel und Zerrbild, mit dem man sich eingerichtet hat. Und der Preis dafür ist sehr hoch. Es gibt sehr viele Menschen, die diese Situation nicht leben wollen. Und ich denke an die vielen jüngeren Menschen, die Südtirol verlassen, weil sie diese Polarisierung, diese Abgrenzung nicht leben wollen. In Innsbruck finden sich zahlreiche, sie finden sich weiter bis nach Schottland, sie finden sich in New York, sie finden sich in Seattle. Und das hängt viel mit dieser Abgrenzung zusammen. Und die Aufgabe für dieses Jahrhundert müsste sein, wirklich eine inklusivere Autonomie zu schaffen. Und das wäre ein ganz großes Ziel eben. Das heißt, keine blinde, volemos e bene Autonomie, sondern wirklich eine Art von Bewusstsein, dass wir hier in der Gemeinsamkeit der drei Sprachgruppen, aber auch der anderen Nationalitäten nur in der Lage sind, die Herausforderungen dieses Jahrhunderts zu bewältigen. Stattdessen sehen wir, wie in ganz Europa eine Polarisierung, Eva Pfanzelter hat darauf hingewiesen, eine Gesellschaft der Singularitäten, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz nennt, und das macht sich in Südtirol breit. Also ich glaube, darin liegt die Aufgabe für die Autonomie, und dieser Zerfall ist sogar jetzt im Innern der vormals so starken Südtiroler Volkspartei spürbar. Und das ist eigentlich das Bedauerliche, denn man sieht sehr deutlich, ich schließe ab, die Solidaritätsmomente in dieser Gesellschaft sind außerordentlich schön und hoch, wenn die freiwilligen Organisationen Gas geben im positiven Sinne und Unglaubliches vollführen, wenn Solidaritätsaktionen für Menschen in Not gestartet werden, ist diese Gesellschaft zu außerordentlichem fähig. Aber es ist immer noch allzu punktuell und zu exkludierend. Volemos e bene Autonomie geht es ja wahrscheinlich auch nur so lange gut, solange es tatsächlich auch genug Pecunia im Land gibt, solange also Südtirol ein Land des Wohlstands ist. Glauben Sie, Hans-Karl Peterlini, das sollte der Wohlstand irgendwann einmal abklingen, dass dann die sozialen und die ethnischen Konflikte wieder zunehmen und dass dann nichts mehr ist mit dieser Volemos e bene Autonomie, die Hans Heiß gerade ins Feld geführt hat? Ja, in diesem Fall würde sich entscheiden, ob diese goldenen Jahre, nennen wir es ja mal so, genützt worden sind, um ein tragfähiges, Verständnis von Autonomie auch tatsächlich zu leben, also nicht nur zu predigen. Hans Heiß hat ja darauf hingewiesen, dass diese Idee einer Autonomie für alle zwar schön ist und dass es diese tatsächlich ja
diese zwei Dimensionen gibt, wie sie Francesco Palermo genannt hat. Einmal diese Idee oder diese Dimension des Minderheitenschutzes. Also das ist dann selbstverständlich auch irgendwo exkludierend, weil man ja jemand besonders schützen will, eine Gruppe besonders von der anderen absondern will, um sie mit besonderen Rechten auszustatten und vor Einflüssen, die da auflösend oder zersetzend sein könnten, auch zu schützen. Und dann gibt es dieses territoriale Prinzip, das ja allen zur Verfügung steht. Allerdings unter allen müssen wir auch sagen, eigentlich allen, die politische Mehrheiten bilden können, denn die anderen schauen auch aufgrund einer oft wenigen, auf einer noch nicht sehr ausgeprägten tatsächlichen Demokratieerfahrung im Wertschätzen von Opposition, im Wertschätzen von Widerspruch, schauen tatsächlich dann so ein bisschen hinterher. Mit diesem Autonomie-Patriotismus, ich denke, vielleicht wäre es an der Zeit, mir gefällt der Begriff dieses Grundes, dieses Urgrundes, noch praktischer ausformuliert, das Ganze wie ein Basislager zu verstehen, aber in dem Inventar gemacht gehört. Mhm. In dem tatsächlich, das hätte ja dieser Autonomiekonvent machen sollen, genau, der ist meines Erachtens gescheitert, weil er Gruppen und Kooperationen überlassen wurde und dann nicht partizipative Prozesse, wie sie auch erforscht sind, wie sie auch erprobt wurden, angewandt werden, wo zum Beispiel Repräsentativität hergestellt wird früher hätte man gesagt, durch jeden Zehnten aus dem Telefonbuch, der in den Autonomieprozess eingeladen wird. Das heißt, Sie würden sagen, entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen ins Wort falle, aber Bezug nehmend auf den Konvent, Sie würden sozusagen als Schlagzeile sagen, von Patrioten unterwandert, von der SVP versenkt. Also ist das sozusagen das Ergebnis des Autonomiekonvents? Zum einen haben die sogenannten patriotischen Kreise den Konvent unterwandert, in Anführungszeichen. Zum anderen war aber dann die SVP-geführte Landesregierung mit dem Ergebnis nicht einverstanden und der Konvent ist seit Jahren ein Papiertiger. Ist das so? Es war kein partizipatives Setting. Es war kein partizipatives Setting, wo garantiert wird, dass auf den unterschiedlichen Verantwortungsebenen, und eine davon ist eben Bürgerinnen und Bürger, nachgedacht wird, was brauchen wir noch an diesem Schutz? Wo sind Teilungen längst überflüssig? Wo versperren sie uns Möglichkeiten? Wo brauchen wir das eine oder andere noch? Und wo möchten wir eigentlich hin? Und dieses Inventar im Basislager, das wäre neu zu machen, wenn Arno Kompatscher diese Vision des Autonomie-Patriotismus, vielleicht finden wir ein anderes Wort von statt Patriotismus, dieses Autonomie-Spirits, das ist aber auch nicht sehr schön, wenn wir ständig auf englische Wörter zurückgreifen. Der Basislager wäre Mountain Spirit nicht schlecht, aber das ist fast schon Schleichwerbung. Okay, dass dieses Inventar gemacht wird und da aber es hat ja die Zeit auch gegeben. Auch Ambivalenzen akzeptieren. Wir hatten ja die Zeit. Das heißt, Sie haben vorhin oder alle haben vorhin 1992 als Zeitmarke genannt. 1992 kommt es zur Streitbeilegungserklärung. Wir wissen das. Oft ein unterschätztes Datum, wie ich finde, auch in der Aufarbeitung der Südtiroler Geschichte. Im selben Jahr erscheint von Francis Fukuyama das Ende der Geschichte, Eva Pfanzelter. Ist 1992 tatsächlich, wie auch Hans-Karl Peterlini sagt, jetzt muss was Neues kommen. Ist das Ende der Fahnenstange, das Ende der Geschichte? Gibt seither eigentlich nichts mehr? Oder können wir tatsächlich diese Autonomie weiterentwickeln, wenn das partizipative Setting stimmt, von dem Hans-Karl Peterlini gerade geredet hat? Patrick, wollen Sie jetzt eine Grundlagenvorlesung im Basiswissen, die 1992... Basislager. Nein, Basiswissen, sage ich jetzt, Zeitgeschichte. Vielleicht einschränkend zu sagen, 1992 war meines Erachtens tatsächlich keine Wende. Das war ein Schlusspunkt, der lange erwartet ist und so insofern auch ein bisschen ein Anti-Climax, wenn man es so nennen könnte. Es war ein Abschluss, der war lange schon vorbereitet. Insofern, ja, vielleicht muss man ihn gar nicht so groß feiern, außer dass man hier eine Geschichte schön abrundet. Andererseits, natürlich kam danach auch ein Vakuum. Ja, was macht man nach der schönen Autonomie? Wir haben sehr viele Worte gehört. Hans Heiß hat sie uns ja auch hier mit den verschiedenen Wendungen von Autonomie vorgezeichnet. Was sich aber letztlich daraus entwickelt hat, ist, oder meines Erachtens entwickelt hat, ist, dass die Autonomie sich
auch hier, ich ringe nach Begriffen, die Autonomie erstarrt ist. Und dieses Erstarren hat auch dazu geführt, dass die Grenzen dieser Autonomie sehr undurchlässig geworden sind. Es ist also nicht zu einer liberalen Wende, zu einer Demokratisierung der Autonomie gekommen, so wie Hans Karl gerade angedeutet hat, dass hier also eine inklusive Autonomie aufkommt, in der Raum, auch sehr selbstbewusster Raum, und ich finde, da, das wäre ja durchaus vorhanden, wäre sehr viel Potenzial, also auch Raum für anderes gegeben ist, sprich, es ist alles schon genannt worden, Migrantinnen, Genderfragen, LGBTQ, alles das, man hat sich trotz allem verhärtet in dieser nach wie vor scheinbar schwelenden Frage Italiener gegen Deutsche, Italienerinnen gegen Deutschsprachige. Und vielleicht wäre dieser Aufbruch des Konvents auch leicht, und das, glaube ich, vergessen wir wirklich, es ist auch schon angesprochen worden, wenn die ganz vielen SüdtirolerInnen, die sich eben eine solche Wende wünschen, ja eben auch noch in Südtirol wären. Viele Leute gehen, ich kann jetzt nur ein ganz kleines Beispiel aus Innsbruck. Brain. Ja, Brain. Ich habe immer wieder mal angeboten, und ich mache auch, Hans Heiß oder andere machen in Innsbruck Vorlesungen zur Südtiroler Zeitgeschichte mit mehr oder weniger Beteiligung. Und dann wurde angeregt, ein Seminar daraus zu machen. Eine Umfrage unter den Studierenden hat eine minimales Interesse ergeben von maximal 12 Studenten. Auf Rückfrage wurde gesagt, nein, jetzt sind wir endlich in Innsbruck, jetzt wollen wir nicht noch einmal Südtirol. Und auch da fängt so dieses Loslassen an. Und Südtirol kann auch bei allem Protektionismus oder auch die Autonomie kann bei allem Protektionismus hier wahrscheinlich nicht die Menschen zurückholen, wenn nicht grundsätzlich auch ein gesellschaftlicher Aufbruch erlaubt und ermöglicht wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang mit Sicherheit, dass man in Südtirol die Grundlagen schafft. Und es gibt ja eigentlich seit vielen, vielen Jahren, Hans Heiß, nicht wirklich von jenen Parteien, die im Landtag sitzen, vielleicht gibt es einige Ausnahmen, das große Zukunftsmodell. Es hat in den 90er Jahren Romano Viola gegeben, der von der dynamischen Autonomie gesprochen hat. Es gab später die von Richard Theiner geführte SVP, die den Ausdruck Vollautonomie bemüht hat. Was ist denn von diesen Denkansätzen, Hans Heiß, übrig geblieben, mitunter auch bei Oppositionsparteien? Sind es nur die patriotischen Kräfte, die sagen, ja, wir haben unser Modell und das ist die Selbstbestimmung? Ja, die patriotischen Kräfte haben natürlich eine sehr klare Vision, die sich eben relativ klar seit vielen Jahrzehnten durchzeichnet, und man kann sie an jeden Herz-Jesus-Sonntag auf den Bergen flackern sehen, eben, das ist die Selbstbestimmung, das ist sozusagen die Rückkehr zur verlorenen Einheit, auf die Hans Karl hingewiesen hat. Das ist eben dieses Modell einer rückwärtsgewandten Utopie, wie es auch Hans Heiß ist nicht mehr zu hören, Hans. Da scheint es Verbindungsprobleme zu geben, Bozen, Brixen. Wir versuchen hier eine Problemlösung zu finden. Ich gebe die Frage an Hans-Karl Peterlini weiter, der ja auch von Hans Heiß erwähnt wurde. Wie schaut es denn mit diesen Modellen aus, mit diesen Projekten? Ich persönlich kann wenig Hieb- und Stichfestes erkennen, und das nicht nur im Blätterwald. Hans ist eh wieder da. Ah, der Hans ist da. Kann er auch wieder weitersprechen, aber Hans? Ich klicke mich dann später gern ein. Oder? Wunderbar. Hans Heiß? Entschuldigung, hat mich kurz rausgekickt. So, ja, pardon. Es ist also wirklich so, dass eben die Visionslosigkeit eben auch im Erfolg begründet wurde, der in wirtschaftlicher und in manch anderer Hinsicht erzielt wurde. Und es hängt auch damit zusammen, dass dieses Land langsam aber systematisch altert. Demografisch gesehen waren die 70er Jahre ein Jahrzehnt der jungen Bevölkerung von 40%. Jetzt sind vielleicht die unter 24, unter 30-Jährigen bei etwa 20%. Und damit stellt sich ein gewisser Konservativismus ein. Und immer der satte Blick auf das, was geleistet wurde und auf das Ganze, das eigentlich nicht recht verbessert werden muss. Es läuft ja alles blendend. Aber das ist eben
das Problem, wir sind in diesem Dilemma des Erfolgs auch gefangen und es läge schon an der Politik, hier Zielvorgaben zu geben. Kompatscher hat das versucht in seiner beginnenden Ära 2013, abgeschwächt dann 2018, aber natürlich mit einem Anhang, mit einem politischen, der nicht gerade von Visionen beseelt war, sondern vielmehr von Lobbyismen. Und jetzt durch die Pandemie ist gewissermaßen dieses ganze Werkel ins Ruckeln geraten, in einem Ausmaß, das man sich nicht vorstellen kann. Es gibt nur Business as usual. Es wird versucht, eben diesen Reparaturbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber das sieht man auch in Österreich, in Deutschland etc. pp. Und aus diesem heraus zu dem zu finden, was Kompatscher nicht mehr Autonomiepatriotismus nennt, sondern Zusammenhalt, das ist sozusagen sein neues Lieblingswort, aber er ist der Einzige, der das in der SVP gebraucht. Dieser Zusammenhalt ist also wirklich ein Ziel, wenn er auf Differenzen und auf Zukunftsgerichtetheit hinausgerichtet ist. Und es gibt dieser Blick auf die Defizite. Gerade jetzt der neue Chef des Unternehmerverbandes, Heiner Oberauch, hat in seiner Eröffnungsrede sehr stark auf diesen notwendigen Wandel hingewiesen. Aber ich bin nicht sicher, dass die Energie dazu reicht, sondern ich sehe eher die Saturiertheit, die Müdigkeit. Das ist vielleicht auch mein Blick eines älteren Herrn, aber ich spüre relativ deutlich, was in dieser Gesellschaft abgeht und das ist relativ schlaff. Die Müdigkeit, Hans Heiß, die stelle ich auch fest. Hans-Karl Petterlini, wir haben ja vorher schon miteinander konversiert. Diese Visionen, die Hans Heiß erwähnt hat, auch diese Alternativmodelle, Zukunftsmodelle, das dritte Autonomiestatut, das war ja auch einmal etwas, das durch den Blätterwald geraschelt ist. Wie sieht es denn damit aus? Sehen Sie solche Visionen? Sehen Sie das famose dritte Autonomiestatut? Oder lehnt man sich tatsächlich zurück und blickt auf die Erfolge der Vergangenheit zurück? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht so Versuche sind, etwas sexier zu machen, was einfach in den Zustand der Gewöhnung des angeeignet Habens übergegangen ist, dass wir also eine neue Formel brauchen, um darüber hinwegzutäuschen, dass wir die von meinem Gefühl jetzt doch sehr außerordentlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die Südtirols politische und gesellschaftliche Akteure haben, dass wir von denen zu wenig Gebrauch machen. Das heißt, drittes Autonomiestatut, vielleicht kommt noch was dazu, vielleicht kommt aber auch etwas weg, weil Autonomie ja auch Grenzen hat oder Selbstbestimmung, wo liegt der Mehrwert? Nicht? Also eines ist das so, dieser Entwurf einer Erlösungsheimat, würde ich erst fast sagen. Also Heimat, das ist immer das, was ich verloren habe, oder das projiziere ich dann als Erlösungsheimat in die Zukunft. Aber wenn wir dann die Frage konkret stellen, was wäre anders? Nicht? Was wäre anders? Ist das das Wiedervereinigung mit Tirol? Wollen das die Tiroler Parteien und die Menschen in Tirol überhaupt? Was wären da die Kräfteverschiebungen? Welche neue konkurrierenden Pole würde es da geben? Was würden wir, und mit dem Wir meine ich jetzt vor allem die deutschsprachige Minderheit, die sich ja gern noch so versteht, obwohl sie eine Mehrheit im Lande ist, was würden wir gelernt haben aus den Erfahrungen, aus den Unrechtserfahrungen? Würden wir eine Sensibilität entwickelt haben gegenüber neuen Minderheiten? Ich stelle das leider nicht fest. Ich stelle nicht fest, dass wir das ist ja immer die Hoffnung, eine Minderheit, die dann in die Position von neuem Recht kommt, dass sie sich behauptet hat, hat jetzt aus ihren Erfahrungen gelernt und geht mit neuen oder anderen Minderheiten sensibler, rücksichtsvoller um. Das können wir uns nicht zuschreiben, das können wir uns nicht gutschreiben. Und da würde ich sagen, ja, was ist dann dieses selbstbestimmte Südtirol? Ist es ein Freistaat, der ganz für sich steht? Kein Fleck der Erde steht heute noch für sich,
Auch die Nationalstaaten stehen nicht mehr für sich. Keine Wirtschaft, vor allem wenn sie erfolgreich sein möchte, ist nur noch national. Keine Fußballmannschaft, wenn sie noch so Hymnen singen und unter Nationalfahnen stehen, ist noch national. Ich habe gestern geschmunzelt bei der Schweizer Mannschaft. Also alle, die da irgendwie was geleistet haben, hatten nicht Urdeutsche an Heidi und den Almöhi erinnernde Namen. Müssen wir nicht diese größeren Bewegungen, die transnationale einmal Identitätsentwürfe, aber auch Lebensgestaltungen, auch wirtschaftliche Realitäten, transkulturelle Verständnisse von Kulturalität, vielleicht auch so etwas wie Bürgerinnen und Bürger dieser Erde, also Global Citizenship, weil wir auf jetzt als selbstbestimmtes Südtirol genauso abhängig wären wie als ein autonomes Bundesland in Italien. Also ich würde da jetzt keinen Mehrwert sehen. Und deshalb schien es mir wichtiger, nutzen wir doch das, was wir haben. Das ist nicht perfekt, das ist ambivalent, es ist kompromissbehaftet, aber es ist auch ein Fest des Kompromisses. Ein Fest des Kompromisses. Ohne diese großen Kompromisse, sowohl auf staatlicher als auch auf der Seite der Südtiroler Minderheitspolitik, hätten wir das nicht. Glauben Sie, auch eine Frage an Eva Panzelter und Hans Heiß, dass die Diskussionen, die wir hier zum Beispiel jetzt führen, oft an der tatsächlichen Lebenswirklichkeit der Menschen, der Zenzi aus dem Sarental und des Gino vom Don Bosco-Platz vorbeiführen? Oder um Hannes Obermeier, den Historiker, zu zitieren, der in unserem Chat folgende Frage hineingestellt hat. Danke, Hannes Obermeier. Ist Südtirol nicht immer wieder, ich darf vorlesen, in viel zu große Symbol- und Identitätskämpfe verwickelt, größer als die hier lebenden, oftmals engherzigen und vielfach uniformierten Individuen psychisch verkraften? Eva Panzelter. Große Fragen. Aber ich denke schon, dass das vielleicht nicht auf dem Niveau, wo wir uns hier sehr einig in unseren Auslegungen, in unseren Interpretationen und Diskussionen sind, denke ich doch, dass sehr wohl die Umgestaltung, Ausgestaltung der Lebensrealitäten, egal ob das Autonomie oder Selbstbestimmung heißen würde, mit der Zenzi und mit dem Gino was zu tun hätte. Tatsächlich ist aber mein Eindruck, hat sich mein Eindruck, und das geht jetzt vielleicht auf Hannes seine Frage auch ein bisschen ein, nicht verflüchtigt, dass Selbstbestimmungsrecht immer sehr antimodernistisch, die Forderung nach Selbstbestimmung immer sehr antimodernistisch, sehr sexistisch, Fortschrittsgedanken ablehnend, sehr konservativ ist und gleichzeitig damit einhergeht oder sich zumindest so präsentiert, als ob in diesem heilen Staat, der keine Ahnung, welche Grenzen haben würde und mit welchen anderen Regionen kooperieren würde, weil es ist, brauche ich nicht wiederholen, wirklich illusorisch, dass man hier auf Wolke 7 leben könnte, dass die Menschen, die dann in diesem Staat leben müssten, in diesem Selbstbestimmungsrechtsstaat leben müssten, auch mit dieser Art der Regierungsform leben müssten, mit Ausschließen, mit Begrenzen, nicht mit Inklusion, mit konservativen, antiliberalen Gedanken. Insofern denke ich, machen wir hier eine abgehobene Diskussion. Auch hier haben wir den Brain Drain. Zumindest zwei von uns sind fern von Südtirol, wenn nicht fern von Europa. Bitte kommen Sie zurück. Ja, ich komme zurück. Hans-Karl Peterlini auch, weg vom Wörthersee. Und Dicklersee, kann ich anbieten. Schwierig. Ich denke, das heißt der Wörthersee, bravo. Austausch, ich gebe gleich an Hans Heiß weiter. Der gedankliche Austausch mit Gino und Zenzi würde sehr viel bringen. Ja, vielleicht würden wir uns dann auch ein bisschen auf einfachere Sprache reduzieren. Es ist auch viel Gemeinsames da. Ich würde niemandem in Südtirol unterstellen, dass er eine konservative, antiliberale, antifeministische Gesellschaft sich wünscht. Aber das Bewusstsein dafür ist häufig nicht vorhanden. Okay?
Hans Heiß, sind diese Identitäts- und Symbolkämpfe zu groß? Schrammen sie an der Lebenswirklichkeit vorbei? Wir leben in einem tintenklecksenden oder einem Twitter-tippenden Säkulum. Es dreht sich alles um die Feuernacht, um den Siegesplatz, um die Autonomie. Und was ist mit Zenzi und mit Gino? Ja, diese Identitätskämpfe, sie haben sehr rituellen Charakter. Wir wissen genau, wann sie stattfinden im Jahr. Die laufen ab, die haben irgendwie auch kathartische Wirkung, aber sie, auf den Alltag haben sie keine sonderliche Rückwirkung, muss man sagen. Also sie ergreifen gewisse Kreise, keine Frage, aber es ist nicht wirklich, dass sie in das Alltagsleben von Zenzi und Gino eingreifen. Aber Zenzi weiß sehr wohl, dass die Autonomie etwas bringt, wenn in ihrem Dorf draußen eben die Zufahrtsstraßen funktionieren, wenn es noch eine Zwergschule gibt für ihre Kinder, die es in anderen Regionen nicht mehr gibt, und wenn es Sozialleistungen gibt, die es im Rest Italiens, aber in Österreich sehr wohl, gibt. Und Gino weiß genau, dass eben sein Appartamento halt auch mit Landesmitteln errichtet worden ist und dass er hier in Leistungen hineinkommt, die eigentlich im Rest Italiens nur sehr schwer erreichbar sind. Und Das sind Errungenschaften der Autonomie, konkrete, die über die Symbole hinaus eben den Leuten doch das Gefühl geben, questa autonomia porta ben dei vantaggi, diese Autonomie bringt Vorteile. Aber es ging eben darum, auch dieser Autonomie nicht nur eine Basis, ein Basislager zu geben, sondern auch ein wenig Flügel. Mhm. Und das intellektuelle Potenzial ist außer Landes hierzu zum Teil, aber auch im Lande selber. Und die Ziele, die vorliegen, sind relativ klar. Die heißen, Eva hat sie angedeutet, nicht Eva Klotz, Eva Pfanzelter. Eva hat sie angedeutet, die Ziele heißen stärkere Inklusion, eine, auf der anderen Seite auch eine, ein Natur- und Umweltbewusstsein. Zweitens, das sich in Taten zeigen muss, in der Gewissheit, dass dieses Land an Biodiversität sehr vieles im Alpenraum übertrifft und europaweit. Und drittens eben in der Einsicht, dass dieses Land innovativ werden muss in vieler Hinsicht, in den Experimenten in der Wirtschaft, um für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerüstet zu sein. Das sind die Herausforderungen, die liegen relativ klar auf dem Tisch. Und wir haben ungeheuer wirkungsvolle Instrumente, die wir einsetzen könnten, um vieles davon zu verwirklichen. Das können wenige andere Regionen. Aber die Nutzung dieser Instrumente ist relativ schwach ausgeprägt. Und das muss die Herausforderung sein, dieses jetzt da anbrechenden Post-Covid- und Climate-Change-Zeitalters. Ich darf bilanzieren, alle drei Referenten sind der Meinung, dass Südtirols Autonomie durchaus ausbaufähig ist, aber dass es sich um ein Erfolgsmodell handelt, mit verschiedenen Schattierungen natürlich, das ist klar. Eine wichtige Frage an alle drei Referenten mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich sehe, dass die Eurak-Uhr unerbittlich und unbarmherzig tickt und wir fast Sendeschluss haben. Maurizio Ferrandi, Journalist und Historiker, hat vor kurzem mal gemeint, 1961 hieß es in Südtirol gegeneinander, 1991 nebeneinander, 2021 mehr oder minder ohne einander. Und was ist 2051? Ich weiß, niemand von Ihnen hat eine Kristallkugel, aber wie sähe Hans-Karl Peterlini Ihr Südtirol anno 2051 aus? Naja, Zenzi und Gino haben 1951 2051, ja. Mit 51 würde ich mich leichter tun. Genau. Haben 2051 hoffentlich eine Entwicklungen, die es ihnen weiterhin ermöglichen zu arbeiten, die es ihnen weiterhin ermöglichen frei zu atmen, die es ihnen weiterhin ermöglichen zu reisen. Also sie haben Perspektiven aus das, was heute, ohne dass es eigentlich dass es zwar immer wieder in den politischen Alltag einbricht, aber dann auch wieder schnell daraus verdrängt wird, was heute existenzielle Verunsicherungen weltweit sind. Wir wissen nicht, wie wird es so etwas wie Arbeit, die aber momentan noch das einzig lebenssichernde ist,
noch geben wird. Wir wissen nicht, wie viele Pandemien die in den kommenden Generationen noch erfahren werden und wie viele Impfungen da dagegen helfen oder nicht helfen. Und wir wissen vor allem nicht, ob Politik schneidig genug ist, auf diese Frage des Klimawandels zu antworten. Und wenn diese Fragen positiv beantwortet sind, dann werden Zenzi und Gino auch sehr zufrieden und glücklich in Südtirol leben, denn das Land hat auch viele Möglichkeiten, mitzuwirken an diesen großen Prozessen und im Kleinen, denke global, handle lokal, auch gut leben zu können. Wenn auf diese Antworten weiterhin nicht Antworten gegeben werden, dann werden Zenzi und Gino sich an die Fahnenstangen klammern, weil das sind die Angebote, die wir aus der Vergangenheit haben. Schlagt euch einander die Köpfe ein, dann könnt ihr die größeren Probleme vergessen. Und das ist für mich das Notwendige, dass Politik die Themen, die wirklich auf dem Tisch liegen, angeht und sich nicht von diesen verführerischen Angeboten aus der Vergangenheit, die auf verschobene Ängste beruhen, einfach auf diesen, wie so auf einer Welle reitet. Und da kann man noch wieder einen Wahlkampf machen im Geist der Spaltung, der ethnischen Spaltung oder im Geist der ethnischen Selbstbehauptung oder für die Selbstbestimmung oder für was anderes. Das sind die Themen. Mhm. Dann wird es Zenzi und Gino auch gut gehen, wenn Politik darauf eine Antwort findet. Eva Panzelter, Ihre Einschätzung, wie sähe oder wie sieht Südtirol 2051 aus? Ich versuche das Spiel von Hans Capitolini fortzuführen. Zenzi und Gino 2051 haben sich entschieden, Kinder zu haben, haben in der Zwischenzeit auch wahrscheinlich Enkelkinder, weil sie es mit ihrem Gewissen verantworten konnten, noch Menschen in diese Welt zu setzen. Die Welt ist nicht abgebrannt, entgegen dem, wie es derzeit aussieht. Sie können die Luft problemlos atmen. Sie sitzen zusammen an einem Tisch. Zenzi und Gino mit ihren Freunden Fatima und Ibrahim. Sie essen Knödel und Pasta. Außerdem gibt es noch Cevapcici und Hummus. Sie sprechen 2 bis 3 Sprachen. Sie verstehen sich. Sie reden über das Wetter, es hat wieder geregnet, es war kalt, es war warm, es war nass. Sie haben einen gewissen Wohlstand, der muss nicht wahnsinnig sein. Sie können in Urlaub fahren, wir haben es schon gehört. Sie arbeiten zusammen an einer Zukunft, die auch für ihre Enkelkinder noch lebenswert ist. Nicht konfliktfrei, aber vielleicht lösungsorientiert. Vielen Dank auch für diese kulinarische Vision. Beim Essen kämen die Leitsongen, nicht leid beim Reden. Hans Heiß, die Schlusstakte. Ja, danke. Aus meiner Sicht wird 2051 natürlich als Historiker in die Zukunft zu blicken, endet meistens mit einer Bauchlandung. Deswegen nur Frohgemut hinein in die Prophezeiungen. Ja. Aus meiner Sicht ich sehe das Ganze nicht so rosig. Ich glaube, 2051 wird geprägt sein von einem hohen Maß an Konflikthaftigkeit innergesellschaftlich. Ich glaube, dass die Migrationsbewegungen, die jetzt verstärkt spürbar werden, dass die Klimakrise eben die Gesellschaft sehr unter Druck setzen wird. Auch in Südtirol, auch in diesem sehr geschützten und ressourcenbegünstigten Land. Da bin ich davon überzeugt. Aber es werden auch die Potenziale der Lösung und des Einsatzes wachsen. Zivilgesellschaftliche Initiativen könnten stärker sein. Initiativen, wie sie eben das HDS in Brixen darstellt, viele andere Initiativen, Persönlichkeiten wie Monika Hauser werden vielleicht in Südtirol tätig sein. Und es wird vielleicht die Politik jene Potenziale ausspielen, die diese Gesellschaft, die diese Politik in den letzten 50 Jahren bewiesen hat, nämlich eine grundsätzliche Friedensfähigkeit, die Fähigkeit zum faulen Frieden, aber vielleicht im Jahr 2051 auch die Fähigkeit für einen aktiven Frieden mit sich selber, mit der Natur, mit der Umwelt und im sicheren Bewusstsein, dass wir hier in einem, Eva hat es angesprochen, in einer Region leben, um die uns wahrscheinlich 95% der Weltbevölkerung beneiden.
Dankeschön, Hans Heiß, danke Eva Pfanzelter, danke Hans-Karl Petterlini für die Einschätzungen, für die Analysen, für diese Anatomie der Südtirol-Identität und Südtirol-Autonomie. Es gibt natürlich noch sehr viel Gesprächs- und Zündstoff. Francis Fukuyama hatte nicht recht, die Geschichte hört nicht auf, sie wird jeden Tag neu geschrieben, im Großen wie im Kleinen. Wir wissen, dass die Teilnehmer dieser Diskussion eingedenk dieser Wahrheit und Weisheit sind und dass sie im Kleinen und vielleicht auch im Großen jeden Tag Südtirols Geschichte mitschreiben. Dokumentiert wird diese Geschichte unter anderem auch vom Center for Autonomy Experience, der EURAG Bozen. Und wir danken natürlich diesem Center für die Arbeit, für den Einsatz und auch für die Organisation dieser Webinar-Reihe. Das war dies heute das letzte Webinar zur jüngeren Südtiroler Zeitgeschichte. Josef Brackwieser hat es bereits am Beginn des heutigen Abends gesagt. Weitere Veranstaltungen werden nach der Sommerpause folgen. Von meiner Seite ein großes Dankeschön den Diskutantinnen und Diskutanten, den Teilnehmenden an den Computern zu Hause bei 40 Grad oder im Lido am Smartphone. Und von meiner Seite Ihnen allen eine schöne Zeit. Ja, danke ebenfalls. Schönen Gruß nach Südtirol und wo auch schönen immer Abend. Hin. Ja. Ja, danke euch allen. Einen schönen Abend. Danke dem Moderator und EURAG. Und ja, jetzt können wir uns beruhigt dem Fußball widmen und den damit verbundenen kurzlebigen, aber heftigen Emotionen.